Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und heute geht es ganz kurz um die Jahreszeit, um das typische Verhalten von Koi in dieser Jahreszeit, ab wann man sich Gedanken machen muss in der Jahreszeit. Weil ich werde zurzeit viel von Leuten, von Freunden angesprochen und einer hat dann vorher zu mir gesagt, oder nicht vorher, sondern vor ein paar Tagen zu mir gesagt, ja, dann mach doch bitte mal da einen Blog drüber, weil das interessiert die anderen sicherlich auch. Wir haben da schon einige Blogs in den vergangenen Jahren drüber gemacht, aber da wir immer wieder neue Blog-Zuschauer haben, wir haben mittlerweile fast 74.000 Abonnenten, auch danke dafür. Das hätte ich nie geglaubt, dass es mit dem Thema wie Koi überhaupt möglich sei. Und da wir immer wieder neue Blog-Zuschauer haben, ist es mir auch wichtig, so die wichtigen Themen, die Themen, die jeder wissen sollte, wenn er Koi hält, dass man die immer wieder mal aufpackt. Mai, Juni ist eine Jahreszeit, da machen Fische gerne ein bisschen blöd. Sie sind vom Verhalten komisch, manche liegen ab, andere werden rot, andere kriegen so Schleimhautüberzug, manche stehen so ein bisschen kopfüber im Wasser oder kopfhoch im Wasser. Die ja, scheuern, springen, alles, was man eigentlich nicht braucht. Manche reagieren mit einer Rötung auf die Haut. Und jetzt muss man sich fragen, woran liegt das? Und das hat jetzt mehrere Gründe oder kann mehrere Gründe haben. Zum einen kommen die Tiere natürlich aus dem Winter, die hatten lange Winterruhe, wenig zu fressen. Jetzt werden die Teiche plötzlich warm und in den letzten Jahren, was ich beobachtet habe, wir haben schon wahrscheinlich durch einen Klimawechsel bedingt, durch Erderwärmung bedingt, dass wir schon relativ früh immer mal wieder hohe Peaks haben, dass im April schießen die Teiche plötzlich alle auf 16, 18, 20 Grad hoch, je nach Teichgröße. Kleine Teiche haben natürlich stärkere Schwankungen als große. Und danach kommt häufig nochmal so ein Abkühlen, was wir auch dieses Jahr hatten. Und danach schießen sie gleich wieder hoch. Das stresst die Koi ungemein, das muss man sagen. Also man kann mit Koi so ziemlich alles machen, aber diese extremen Fahrstuhltemperaturen, das mögen sie wirklich überhaupt nicht. Dann kommt als Faktor hinzu, dass natürlich nicht nur die Koi in der Winterruhe waren, sondern auch die Filter. Auch die Filter müssen sich dann erst wieder an stärkere Belastungen gewöhnen. Auch ein Thema, was Micha wahrscheinlich kennt, dass er von Kunden angeschrieben wird. Das vielleicht ganz kurz dazu, wenn man das Wasser betrachtet, das hat auch seine Geschichte im Frühjahr. So. Das fängt an, plötzlich sind Algen im Wasser. Ja, so kleine Algenstiftchen. Und das ist auch so ein Thema, wo wir immer wieder Zuschriften kriegen. Mein Wasser ist plötzlich nicht mehr klar, ich habe Schwebstoffe drin. Das sind in der Regel die Algen, die an der Wand abgefressen werden, die vagabundieren da so rum. Dann kommt der nächste Schritt, da heißt mein Wasser schäumt. Ne? Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, warum schäumt das Wasser plötzlich? Das ging jetzt jahrelang gut, jetzt schäumt plötzlich mein Wasser. Ne? Genau. Die Ursache dafür kennen wir alle. Das ist eben gerade dieses Ableichverhalten, das sich im Frühjahr ergibt. Vielleicht sogar früher. Früher hat man gesagt, ab 20 Grad passiert es. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Kann auch ab 17, 18 Grad schon passieren. Und dann geht's los. Also meine Erfahrung ist, ich schaue da rein und dann sehe ich, die Fische treiben sich. Ja? In der Regel sind es die Männer, die Weiber vor sich her treiben. Und, im richtigen Leben. So wie es eigentlich normal ist. Und wenn ich das dann sehe, dann weiß ich, jetzt kommt dann bald das schäumende Wasser. Und dann kann ich den Leuten sagen, ganz ruhig bleiben, das ist alles normal. So. Und das ist im Prinzip, was mich hier gerade angesprochen hat, neben der Winterruhe. Haben wir noch den Problemkreis, dass jetzt im Prinzip eine völlige hormonelle Verstimmung kommt. Die Tage werden länger, die Koi kriegen das Signal und die Teiche werden wärmer. Beides sind zwei von vier Faktoren, die ich brauche, um ein Ableichen zu provozieren oder überhaupt ein Ableichen zu ermöglichen. Und jetzt werden die hormonell verstimmt, die warten jetzt im Prinzip darauf, bis das Ableichen losgeht. Das kann dann zur Folge haben, alles, was ich Ihnen gerade erzählt habe, eins habe ich noch nicht erzählt, Fressunlust, komisches Verhalten, Abliegen, auch Schleimhautverdickungen können darauf zurückzuführen sein. Scheuern, springen, mit allem drum und dran. Die Koi machen einfach doof. Und jetzt kommt noch ein vierter Faktor dazu, oder das ist vielleicht der dritte, ich habe nicht genau mitgemessen. Der vierte Faktor neben Wasser, dem Winter, dem Ableichverhalten. Und jetzt haben wir genau in der Jahreszeit, haben wir auch noch die Thematik, dass jetzt neue Fische in den Teich gesetzt werden. Ja? Das fördert einmal Sozialstress. Die Koi haben auch ihre Rangordnung, ihre Hackordnung. Das kann neue Keime mit sich bringen, egal ob das Bakterien, Viren, hoffen wir natürlich keine Pathogenen, aber es gibt natürlich genügend Viren auch, die nicht jetzt die Fische töten oder schädigen. Wir können Pilze, Parasiten, wir können im Prinzip alles mitbringen und das ist natürlich nochmal zusätzlich Stress. So, und in Summe gibt es nachher oder kann das in den Teichen ein Bild geben, wo einfach hundsmiserabel aussieht, dass plötzlich die Fische am Boden liegen, gerötet sind, Schleimhautüberzug haben und. Und jetzt ist natürlich die Frage, was tut man?
Und da kann ich Ihnen nur empfehlen, man sollte um die Jahreszeit über alle Faktoren betrachtet, über alle Einflussmaßnahmen, die ich habe, würde ich auf jeden Fall nicht zu viel füttern, nicht zu wenig und nicht zu viel. Die Fische sind vom Winter her erschöpft, aber sie sind gerade in der Phase der Reproduktion. Auch wenn die vielleicht nicht stattfinden wird, aber das ist auch nicht die Riesenwachstumsphase. Ich habe es schon oft in den Blogs erzählt. Ab August, September, das sind die Monate, wo die Viecher nochmal einen richtigen Schub nach vorne machen. Das weiß man auch von Japan her, weil um die Jahreszeit geht es für die um was ganz anderes. Und erst wenn eigentlich die Laichzeit vorüber ist, dann entwickeln die plötzlich einen brutalen Hunger, was auch damit zu tun hat, dass sie sich auf den Winter konditionieren. Dass sie wissen, jetzt muss ich Reserven anlegen. Die merken auch, wenn die Tage wieder kürzer werden, da kriegen die über die Zirbeldrüse das Signal, jetzt fressen, fressen, fressen. Micha ist jeden Tag die Temperatur am Fallen. Ja? Deshalb haben wir immer das Fenster offen. Ne? So. Genau. Und das kommt einfach hinzu. Und einen weiteren Punkt, auch über alles betrachtet, was ich auf jeden Fall tun würde, zumindest wenn es Ihren Teich erlaubt, ich würde im Mai und Juni würde ich den Teich auf mindestens 0,4, eher sogar 0,5 bis 0,55 aufsalzen. Warum? Zum einen entlastet es die Koi, es ist gut für die Schleimhäute, oder es entlastet das Immunsystem der Koi, es ist gut für die Schleimhäute. Wir können darüber auch das Ableichverhalten. In über 90% der Teiche wird nicht abgeleicht, wenn Salz im Wasser ist. Die Tiere müssen auch nicht ableichen. Die weiblichen Tiere bekommen damit auch kein Problem. Gesundes Weibchen fängt irgendwann im August wieder ab, den Laich zu resorbieren und dann wieder frischen Laich aufzubauen. Also das funktioniert, da muss man jetzt keine Angst haben, dass es zu Tumoren oder Laichverhärtung, Laichverhaltung, sonst irgendwas kommt. Dieses Krankheitsbild gibt es, aber es hat noch niemand bewiesen, ob das mit dem Ableichen oder Nicht-Ableichen zu tun hat. Und außerdem ist es sehr selten. Dann würde ich viele Wasserwechsel auch machen. Vielleicht darf ich kurz was dazu sagen. Ja, aber man muss ein bisschen aufpassen. Die Industrie hat sich jetzt schon angepasst auf die Salzbestände, die wir in den Teichen haben, indem man einfach auf V4A-Werkstoffe umgestellt hat. Aber auch bei V4A gibt es Grenzen. So ab 0,6% Salzgehalt im Wasser fängt auch V4A an zu rosten. Deshalb, ich würde 0,5, 0,6 als absolute Obergrenze sehen. Empfehlen wir ohnehin 0,6 als Maximum. Weil es kann natürlich zu Schädigungen kommen, je nachdem, was man für Technik einsetzt, kann es kaputt gehen. Aber an deinen Produkten muss ich ganz ehrlich sagen, und aber auch an den Oase-Produkten, an beiden habe ich noch nie Probleme durch Salz gesehen. Noch nie. Das liegt daran, dass wir PE verwenden. Nee, aber auch deine ganze Innenstallteile. Nee, es gibt schon Probleme. Also muss ich ehrlicherweise dazu sagen, es gibt ab und zu mal Schrauben, die tatsächlich nicht so edel sind, wie sie verkauft werden. Es gibt Unterlagscheiben, die rosten. Da kaufst du V4A-Produkte ein, irgendein Großhändler passt nicht auf, mischt sie zusammen und dann hast du V2A-Produkte in der V4A-Verpackung. So was passiert immer mal wieder. Das haben wir auch regelmäßig. Aber die gefährlichen Teile von uns sind alle nachweislich V4A und da passiert ein Problem. Da habe ich ja wirklich noch nie was gesehen. Und vor allem um die Jahreszeit gilt es einfach, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wann sollte ich anfangen, mir über einen Tierarzt Gedanken zu machen, dass ich den einen Teich hole, wenn anfangen Schuppen abzustehen, wenn die Tiere wirklich richtig apathisch wirken, dann kann es sein, dass man sich irgendwo CEV, die Schlafkrankheit, den Keim eingefangen hat. Da sollte man dann wirklich mit einem Tierarzt Rücksprache halten. Aber so ein Ausbruch von CEV, den erkennt man dann auch, dass die Tiere wirklich dann auch die Flossen klemmen, dass sie fuchsfeuerrot werden und das vielleicht auch schon, dass es zu den ersten Verlusten im Bestand kommt. Aber so ein CEV-Ausbruch, und das ist auch wichtig zu wissen, der hängt eigentlich, ob es ein alter Teich ist, ob es ein neuer Teich ist, also ob es einen Altbestand betrifft oder durchs Hinzusetzen, dass einfach viele Tiere betroffen sind und in der Regel hängt es immer mit dem Hinzusetzen zusammen. Also es ist nur äußerst selten, dass ein Bestand so wie dieser, wo nichts hinzukommt, dass es dann plötzlich wieder zum CEV-Ausbruch kommt. Das kann immer passieren, aber ist äußerst selten. Wichtig ist, wie immer bei Koi, erstmal einen kühlen Kopf bewahren, sich das alles erstmal anschauen. Ein probates Mittel ist immer mal einen Abstrich zu machen, gucken, sind Parasiten drauf, wer das selber machen kann. Und dann gegebenenfalls erstmal aufsalzen. Das Aufsalzen hat einen Nachteil, man sollte vorher wissen, sind Parasiten schuld oder nicht. Denn sind die Parasiten schuld, sollten erst die Parasiten behandelt werden, weil man nicht jeden Wirkstoff einsetzen kann, wenn nachher Salz im Wasser ist. Aber grundsätzlich, und das ist das, was Sie aus diesem Blog lernen sollten, das Verhalten in vielen Teichen und vor allem viele Teiche, wo größere Koi drin sind, die, was die Reproduktion angeht, eigentlich noch stärker darauf reagieren, also auf das Ableichverhalten.
Man sollte die Jahreszeit kennen und sollte einfach mal ruhig bleiben und wissen, um was es geht. Und ich sage mal, in den meisten Teichen beruhigt sich das dann wieder bis Mitte Juni, denke ich. Dann wird es in der Regel in den Teichen wieder ruhiger. So, das sollten Sie aus dem Blog mitnehmen. Es ist um die Jahreszeit nicht immer gleich brutaler Handlungsbedarf angesagt. Übrigens auch dann, wenn nicht getrieben wird. Der Laichansatz ist natürlich auch vorhanden, wenn keine Männer drin sind. So, und das kann zu Problemen führen. Also auch dann, wenn Sie kein Laichverhalten durchtreiben sehen, kann es zu diesen Problemen kommen. Genau, und das ist auch das, was ich eigentlich meine, dass eigentlich schon lange bevor das Ableichen, das Tatsächliche beginnt, können selbst in reinen Frauenbeständen, ja, kann es schon komisch werden, weil die einfach durch die steigenden Temperaturen und durch die längere Tageslichtstunden, dass die einfach signalisiert bekommen, jetzt kann irgendwas passieren. Weil das Weibchen weiß ja nicht, ob der Besitzer gerade ein Männchen gekauft hat und den Ball zusetzt. So, also das Thema Frühjahr. Was ist normal, was ist unnormal? Bei dir ist alles vollkommen normal. Wenn Sie das sehen wollen, wir laufen jetzt nicht wieder eine Viertelstunde mit der Kamera um den Teich. Dann schauen Sie sich den Block davor an und da sehen Sie, seine Fische sind völlig relaxed. Gucken Sie sich das Futter an, gucken Sie es nicht nur an, sondern Sie gehen gierig drauf. Und ich sage mal, so untypische Verhalten betrifft vielleicht jedes Frühjahr 20-30% der Teiche, wo man sagen kann, hier sieht es nicht normal aus, obwohl alles vollkommen normal ist. So, danke Micha. Sehr gerne. Und jetzt füttere ich nochmal von unserem guten neuen Futter ein bisschen was. Willst du auch was, Phoebe? Tschüss. Phoebe mag es übrigens auch. Komm, jetzt gucken wir uns nochmal an. Also das ist, was Micha hier hat, das ist ein typisches Sommerverhalten, wenn die Laichzeit vorbei ist. Alle kommen und wollen mitfressen. So, jetzt zeigen wir das doch nochmal. Gott, muss Konishi-Futter gut schmecken. Ei, 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 ei.